Mein Name ist Nico Rockensüß, ich bin der Geschäftsführer von Mindfield und ich möchte Ihnen persönlich in diesem Video unseren Mindfield eSense Skin Response vorstellen. Der eSense Skin Response ist ein kleiner, präziser, handlicher Biofeedback-Sensor zum Messen des Hautleitwertes mithilfe eines Smartphones oder Tablets, einer App zum effektiven Biofeedback-Training. Dazu sollte man kurz die Fragen beantworten, was ist Biofeedback, was ist der Hautleitwert. Biofeedback ist die Rückmeldung von Körperparametern, die wir normalerweise nicht oder nur ungenau wahrnehmen, mit Hilfe von Sensoren in Echtzeit. Ich sehe also, um beim Beispiel Hautleitwert zu bleiben, meinen Hautleitwert permanent auf dem Gerät rückgemeldet und nicht nur einfach nur rückgemeldet, sondern auch bewertet. Veränderungen des Messwertes in die eine oder andere Richtung werden positiv oder negativ mit einem Feedback belegt. Das kann zum Beispiel sein, ein Video, was im positiven Fall weiterläuft, im negativen stoppt, Musik, die weiterläuft oder stoppt, Töne, die sich verändern, Animationen, die sich verändern, eine Vibration des Gerätes oder. Was ist nun der Hautleitwert? Der Hautleitwert ist ein üblicher Stressindikator. Jeder kennt vielleicht von sich die Situation, vor einer Prüfung leicht schwitzige Hände zu haben. Vor irgendwelchen unangenehmen Situationen hat man feuchte Hände. Das ist schon der Extremfall, wenn der Hautleitwert wirklich sehr stark angestiegen ist. Aber schon viel kleinere Veränderungen, viel früher, nur in kleinen, vielleicht unbedeutenden Situationen, die trotzdem Stress für uns bedeuten, bewirken eine Veränderung des Hautleitwertes. Und das lässt sich mit dem eSense präzise messen und dann in Folge mit der App auch trainieren und verändern. Der Hautleitwert ist schon sehr lange bekannt und wird viel in der Forschung eingesetzt, aber eben auch ganz breit bereits in der Biofeedback-Therapie und im Training. Und mit dem eSense ist es möglich, seinen Stresspegel zu Hause, auch für Privatanwender, einfach und effektiv zu reduzieren. Er kann aber auch in Kombination mit einem Biofeedback-Training eingesetzt werden bei einem Biofeedback-Trainer. Er kann in Kombination mit Entspannungsverfahren eingesetzt werden. Es gibt eine ganze breite Palette an Möglichkeiten. Es wird auch viel Forschung mit dem eSense betrieben. Es gibt viele Studien dazu. Ja, nun möchte ich den eSense einmal vorstellen. Ein kleiner Sensor mit zwei Elektrodenanschlüssen an dem einen Ende zur Messung. Die werden mit den Fingern oder der Hand verbunden, mit den Elektroden, denn dort ist die Schweißdrüsendichte am höchsten und dort wird üblicherweise der Hautleitwert gemessen. Das andere Ende, der Mikrofoneingang, dieser Stecker kommt in den Mikrofoneingang vom Smartphone oder Tablet und auf diese Weise wird der Messwert übermittelt. Und dies ist ein zusätzlicher Kopfhöreranschluss, mit dem ich die Möglichkeit habe, meinen eigenen Kopfhörer oder Lautsprecher mit dem eSense zu verbinden und ein akustisches Feedback zu bekommen. Also eine Veränderung der Messwerte durch Veränderung einer Musik oder eines Tones. Am besten, ich zeige einfach mal, wie so eine Messung abläuft. Hier sehen wir schon unser Tablet mit der App. Im Lieferumfang eines eSense Skin Response sind immer solche Klettelektroden mit enthalten. Die eignen sich für die meisten Anwender und lassen sich einfach anbringen. Das ist einfach so eine Elektrode mit einem Klettband, was sich um den Finger wickelt. Wer besonders trockene Haut hat oder etwas verhornte Haut, für den sind solche Gel-Elektroden besser geeignet. Die gibt es bei uns auch im Online-Shop und sind sehr günstig und haben eben ein kleines bisschen Gel drauf, was den Messwert verstärkt und eine bessere qualitative Messung möglich macht. Wer also im professionellen Bereich arbeitet mit dem eSense, sollte unbedingt die Gel-Elektroden verwenden. Für die meisten Privatanwender sind auch die Klett-Elektroden gut ausreichend. Es gibt noch weitere Elektrodentypen, die ich in einem anderen Video noch vorstelle. Jetzt aber zu den Klett-Elektroden. Wie werden die angebracht? Einfach einmal um den Finger so gewickelt. Dann wird das Elektrodenkabel angebracht und dann kann ich das Ganze nochmal so weiter rumwickeln, dann sitzt es gut, wackelt nicht und hält.
Zweiter Finger ebenfalls erstmal den Anfang rumwickeln, dann das Kabel anklippen und zu Ende rumwickeln. Damit sind die Klettelektroden angebracht. Jetzt brauche ich nur noch den Stecker des eSense in den Tablet zu stecken, in den Mikrofoneingang. Und schon läuft die App hier drauf. Die gibt es kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store. Dort gehe ich auf Starten und die Messung beginnt. Ich sehe hier nun langsam meine Messkurve, sehe meinen Messwert von ungefähr 5,8 Mikrosiemens. Das ist die Einheit des Hautleitwertes. Und wir sehen die Kurve im Moment relativ konstant. Als kleine Demonstration, wenn ich mal tief Luft hole, sollte die Kurve ansteigen. Ein bisschen sehen wir das jetzt. Wenn ich wieder ausatme, ruhig, lang, wird die Kurve wieder etwas absinken. Sieht man schön. Einatmen bedeutet eine Aktivierung als Vorbereitung auf Kampf oder Flucht aus alter Überlieferung. Und das sieht man tatsächlich bereits im Hautleitwert. Wenn ich jetzt aber mich stark konzentriere oder vielleicht an etwas Unangenehmes denke, würde man auch einen Anstieg sehen. Wenn ich hingegen versuche, mich bestmöglich zu entspannen, ruhig atme, sollte die Kurve wieder abfallen. Ich kann also erstmal damit experimentieren, mir meine Messwerte anschauen und daraus lernen, was meinen Stresspegel betrifft, was mich aufregt, was mich nicht aufregt. Und dann beginnt das Biofeedback-Training, der wesentliche Teil der App. Hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein Videofeedback zu nutzen. Wir haben hier ein Video, welches stoppt, wenn die Messwerte steigen und weiterläuft, wenn die Messwerte fallen. Ich bekomme also eine Belohnung in Form eines laufenden Videos und eine in Anführungsstrichen Bestrafung in Form eines stoppenden Videos. Nur eine von ganz vielen Biofeedback-Funktionen in der App. Auch der kleine Pfeil zeigt mir hier grün nach unten, rot nach oben. Und wir sehen, während ich mich jetzt hier weiter etwas entspannt habe von dem tiefen Einatmen, geht die Kurve konstant etwas nach unten. Die App wird in weiteren Videos ganz ausführlich vorgestellt. Diverse Biofeedback-Trainingsmöglichkeiten, die man damit machen kann. Ganz besonders hervorheben möchte ich das neue Feature zur Steuerung von smarten Glühbirnen. Es ist jetzt möglich, eine Bluetooth-Glühbirne und die Philips Hue-Produkte zu koppeln mit der App. Und so den Stresspegel zum Beispiel in der Farbe der Wohnzimmerlampe zu sehen. Ich finde das ein besonders schönes Feature, weil man sehen kann, zum Beispiel die Lampe leuchtet warm, rot, orange, wenn ich mich gut entspanne, und wird eher lila, kalt, blau, wenn der Hautleitwert steigt, als Folge des Stresses. Ich kann also wunderschön mit der Beleuchtung trainieren und das ist eine besonders innovative neue Form der Biofeedback-Rückmeldung. Darüber hinaus gibt es aber eben diverse visuelle Funktionen, akustisches Feedback mit dem Kopfhörer, taktiles Feedback durch Vibration des Smartphones und noch viel mehr. In der App ist eine sehr umfangreiche Anleitung enthalten, wie man ein Biofeedback durchführt und außerdem weitere Parameter zur Bewertung einer Sitzung. Ich kann also sehen, wie gut war ich in dieser Messung und die App interpretiert auch diese Messkurve für mich. Ich hoffe, das kleine Demo-Video hat Ihnen gefallen und der eSense Skin Response ist vielleicht für Sie von Interesse. Neben dem Skin Response, also der Messung des Hautwertes, gibt es noch den eSense Temperature, einen Hauttemperatursensor. Auch die Hauttemperatur ist ein üblicher Stressindikator. Jeder kennt das, kalte Hände, wenn man angespannt ist, warme Hände, wenn man entspannt ist. Und das lässt sich sehr gut nutzen, auch für ein Biofeedback-Training, um die Handtemperatur zu steigern. Funktioniert ganz ähnlich, auch Verbindung mit dem Mikrofoneingang. Statt den Elektroden habe ich
einen Temperaturfühler, einen sehr präzisen Temperaturfühler, der mir kleinste Veränderungen in der Temperatur meiner Hände rückmeldet. Und das Ganze kann ich ebenfalls für ein Biofeedback-Training zur Stressreduktion sehr effizient benutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.